Mein Name ist Ben Marx. Ich bin der Dekan. Und was das ist, da können Sie sich mal mit auseinandersetzen, wenn Sie dann irgendwie an der Hochschule sind. Ich möchte Ihnen ein bisschen die Studiengänge unserer Fakultät näher bringen. Die Mechatronik, ein ausgeprägt technischer Studiengang. Mechatronik ist ein Kofferwort, das sich aus Mechanik, Elektronik, Informatik zusammensetzt. Und das Zusammenfließen dieser drei Disziplinen in der Produktentwicklung aufgreifen soll. Eine sehr wichtige Sache, denn heutzutage ist es kaum noch vorstellbar, dass Produkte eigentlich so ganz alleine in nur einer dieser Disziplinen entwickelt werden. Den Mechatronik-Studiengang, den gibt es auf unterschiedliche Art und Weisen, nämlich als normalen Studiengang. Also jetzt müsste man natürlich wissen, was bei uns normal ist. Also normal ist, Sie studieren das Vollzeit, Sie kommen zu uns, Sie studieren das im Regelfall 7 Semester lang und wenn Sie damit fertig sind, dann erhalten Sie von uns den Abschluss Bachelor of Engineering in Mechatronik. Es gibt 2 weitere Spielformen, die sind eigentlich der gleiche Studiengang, nennt sich Studienmodell. Eigentlich studieren Sie der Form nach Mechatronik und in diesem Studienmodell haben Sie bei Mechatronik kommen. Eine besondere Situation, dass Sie nämlich an eine Firma gebunden sind, die Sie dann aber auch finanziert. Das heißt, das geht so in die Richtung eines dualen Studiums. Sie sind in einer Firma, Sie sind dort angestellt. Sie haben natürlich dann auch bestimmte Urlaubstage, beziehungsweise der Umkehrschluss gilt, bestimmte Tage. Die anderen Tage sind dann auch kein Urlaub für Sie. Sie studieren. Wenn die Hochschule ihre freien Zeiten hat, dann arbeiten sie in der Regel auch in der Firma, aber sie bekommen halt auch eine finanzielle Unterstützung. Da erfolgt die Bewerbung tatsächlich nicht über uns, sondern über die beteiligten Unternehmen. Und da wäre tatsächlich auch dann der Hinweis, klicken Sie hier auf mechatronik.com und schauen Sie sich mal an, wie dort die Bewerbungsmöglichkeiten sind. Die sind anders als bei allen anderen Studiengängen. Aber Sie können natürlich auf jede dieser Kacheln da draufklicken und dann sehen Sie auch Kontaktdaten zum Beispiel zum Studiengangkoordinator und den kann man befragen und sich detailliertere Informationen geben lassen. Mechatronik Plus ist wiederum ein Studienmodell. Ein Studienmodell, bei dem Sie nicht nur am Ende Ihres Studiums einen Bachelor of Engineering von der Hochschule Esslingen bekommen, sondern Sie bekommen zusätzlich noch einen Facharbeiterbrief und haben damit 2 Dinge in der Hand, die dann sicherlich auch nochmal dazu führen, dass Sie die Praxis nicht nur vertiefen in Ihrem Studium, sondern auch das durch einen Facharbeiterbrief belegen. Und das ist sicherlich auch ein großer Vorteil, gerade für diejenigen, die auch Lust haben, wenigstens mal in den ersten Berufsjahren auch noch etwas stärker praxisorientiert zu arbeiten, ist das sicherlich eine ganz tolle Wahl. Auch hier für die Details der Bewerbung einfach da auf die Kachel gehen und dort mal bei den Kontakten nachfragen, auch wie das genau funktioniert. Und ich würde mich freuen, wenn wir Sie bald bei uns begrüßen könnten. Tschüss!